20. der Staffel wird auch letzte Staffel sein. Das bestätigte RTL am 13. Juli. Ja, es gab schon Diskussionen und Gerüchte, dass Dieter Bohlen zu DSDS zurückkehren wird und es wahrscheinlich die letzte Staffel sein könnte im Jahr 2023. Und das hat sich nun bestätigt. Also 20 erfolgreiche Jahre gehen vorbei und man muss jetzt sehen, welche neue Fernsehformate im Musikbereich sich entwickeln werden. Das ist natürlich auch eine Chance für andere Musikshows und man muss sehen, welche Sender, vielleicht auch RTL, neue Formate entwickeln werden. Und man ist natürlich gespannt auf die letzte Show von DSDS, wie diese verlaufen wird, ob vielleicht auch dort einige Stars teilnehmen werden, die davor, in den Jahren davor, bereits erfolgreich an dieser Show teilgenommen haben. Ich denke schon, dass Deutschland neue TV-Formate braucht, die in diese Richtung gehen, weil man braucht neue Musik-Casting-Shows. Und es muss auch, denke ich mal, auch in diese Richtung gehen, dass man Musikern eine Chance gibt, sich zu entwickeln und nicht einfach nach Show weitergeht, sondern auch die Sieger oder mit die Besten, die sich am besten gezeigt haben, dass man denen eine Plattform gibt, auch auf dem Sender vielleicht oder im Online-Bereich, dass sie sich weiterentwickeln können, auch in TV-Shows auftreten können. Da denke ich mal, besteht noch Nachholbedarf und nicht nur bei DSDS, sondern auch bei anderen Casting-Shows.